ganz herzlich an Bord begrüßen zum diesjährigen Familienausflug. Und der Herr mit der Fuji soll sich bitte anschnallen, wir erwarten einige Turbulenzen. Wenn der Pilot bei zwei Landeversuchen zweimal durchstartet und hinter einem die Tüten gefüllt werden, dann sieht man die Welt ganz anders. Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt und wir machten uns auf den Weg nach London. Um von Heathrow nach London zu kommen, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt den Heathrow Express oder man fährt mit der Londoner Tube. Mit der U-Bahn dauert es zwar etwas länger, aber dafür ist es auch günstiger. Angekommen im Airbnb wurde natürlich erstmal ausgepackt und etwas gechillt. Der Flug musste noch verdaut werden. Das Airbnb war aber mega. Wir hatten ein ganzes Haus in Kensington für uns mit 4 Schlafzimmern. Für 3 Generationen aus 3 Nationen. Bevor wir nach London aufgebrochen sind, habe ich mir lange Gedanken gemacht, welche Objektive kommen mit. Aber eigentlich war es klar, ich wollte unbedingt das 27er und das 50er testen, denn beide waren noch nicht so richtig im Einsatz. Zumal ich das 50er auch erst kurz vor der London-Reise gekauft hatte. Und wenn man sich die X-T5 so mit dem 27er anschaut, dann wird wahrscheinlich auch klar, warum ich mir das 27er zugelegt habe. Denn damit wird die X-T5 klein und kompakt und passt in jede Tasche sowie unter jede Jacke. Die einzigen Bedenken, die ich im Vorfeld hatte, war natürlich, ob das 27er auch weit genug war. Wie man später noch sieht, war es für meinen Geschmack aber genau richtig und manchmal hätte es sogar auch noch ein 35er sein können. Das 27er entspricht einer Brennweite von 41 mm im Kleinbildformat. Die größte Blende ist 2.8 und die kleinste ist 16. Ein ausführliches Review zu diesem Objektiv wird es demnächst auch noch hier geben. Zum 50er werde ich später auch noch etwas sagen, aber jetzt geht's zum Abschluss des Tages erstmal in eines der besten Rahmenrestaurants in London. Gesättigt ging's nach dem Essen noch in eine Bar und für mich nach dem ersten Bier wieder nach draußen. Trotz des Regens wollte ich unbedingt noch ein paar Shots mit dem 50er machen. Die ersten Panning-Shots gingen mal wieder in die Hose, aber mit der Zeit wurde es dann doch noch besser. Bei diesen Licht- und Wetterbedingungen macht es einfach Spaß, mit der Verschlusszeit zu experimentieren. Das Ganze macht natürlich nicht nur in Farbe Spaß, sondern auch in Schwarz-Weiß. Trotz des schlechten Wetters gab es relativ wenig Regenschirme, aber dafür jede Menge Restaurants und natürlich die Londoner Busse. Wenn man bedenkt, dass das 50er eigentlich einem 75er im Kleinbildformat entspricht und man sich hier somit eigentlich schon im Telebereich befindet, ist es umso erstaunlicher, wie viel Spaß dieses Objektiv macht. Und man ist auch nicht so nah dran, wie man eigentlich denkt. Der erste Tag geht somit zu Ende und ich kann vielleicht noch ein paar Takte zum 50er sagen.
Wie schon erwähnt, entspricht das 50er im Kleinbildformat einem 75mm Objektiv. Wie auch alle anderen Objektive der F2-Serie ist es ebenfalls staub- und spritzwassergeschützt. Kommt mit einem Blendenring mit der größten Blendenöffnung von 2 und der kleinsten Blendenöffnung von 16. Anders als alle anderen Objektive der F2-Serie hat es eine relativ große Sonnenblende, die mir persönlich viel zu groß ist. Größentechnisch gesehen ist es etwas höher als das 35er, aber vom Durchmesser ungefähr gleich. Sobald ich zu diesem Objektiv genügend Bildmaterial und Erfahrung gesammelt habe, wird es auch hierzu ein ausführlicheres Review geben. Am nächsten Tag ging es durch den Hyde Park Richtung Marble Arch zum Busbahnhof der Hop-On-Hop-Off-Busse. We don't need the boat. Do you want to use it only today or even 24 hours? Auch wenn es typisch Touri-Sightseeing ist, wer möglichst viel von London und seinen Sehenswürdigkeiten an einem Tag sehen möchte, der sollte einen dieser Busse nehmen. Für 5 Pfund pro Person kann man den ganzen Tag von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten fahren. Oben im Bus war es etwas frisch, aber man sieht definitiv mehr als mit der U-Bahn. Selbstverständlich kann man auch überall aussteigen und später wieder zusteigen. Wer nach London kommt, sollte sich unbedingt darauf einstellen, dass alles extrem überfüllt ist. In der Metropolregion leben 9 Millionen Menschen und dann kommen noch die Touris hinzu. Egal wo man aussteigt, überall finden sich nette Kneipen und Restaurants. Und somit auch das erste Mittagsbier. Nach der kurzen Mittagspause ging es für uns dann noch weiter bis zur Tower Bridge und anschließend wieder zurück bis zu Big Ben. An diesem Tag hatten wir echt Glück mit dem Wetter, was sich aber am nächsten Tag schon wieder änderte. Wenn ihr also London besucht, solltet ihr auf jeden Fall eine Regenjacke mitnehmen. Thank you.
Einen Platz auf der Brücke zu bekommen war gar nicht so einfach, wie man sieht. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Das war's jetzt mal für heute mit dem ersten Teil unserer London-Reise. Wir machen uns jetzt noch auf den Weg nach Chinatown. Wie man an den Bildern sehen kann, bin ich bis dato absolut zufrieden mit der X-T5. Der neue AF und die 40-Megapixel-Auflösung machen absolut Spaß. Wie es weitergeht, könnt ihr dann in Teil 2 sehen. Schaltet also wieder ein, wenn es heißt: Achtung, Achtung, hier spricht Ihr Captain. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gereist sind. Bevor Sie von Bord gehen, hinterlassen Sie doch noch bitte einen Like. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.